Warte mal, wo war das? Kenartis Rast und das Dominion. Ah. Gemeinsam werden wir Einigkeit erreichen. Kommt und seht einen echten lebenden Hund von den fernen Stränden Glen Umbras. Ja, das müsste doch eigentlich hier gleich sein, oder? Aber die grüne Dame. Der Silvener ruht sich drinnen etwas aus. Ihr habt 5 Minuten. Okay. Oh, er ruht sich wirklich aus. Für eine längere Zeit, so wie es aussieht. Eine seltsame Aura umgibt die Leiche Silvenas. Sein Körper fühlt sich warm an. Ein leichter Schwefelgeruch durchdringt den Raum. Es wird Zeit, dass ihr geht. Ich... Also mit Ausruhen hatte sie recht. Nein! Ihr habt ihn so gefunden? Was habt ihr gesehen? Antwortet mir! Er war tot, als ich eintraf. Dann wisst ihr nichts. Diese elende Insel soll 1000-mal verflucht sein. Sie haben meinen Geliebten geholt. Wer würde ihn tot sehen wollen? Niemand, der den Morgen noch erleben wird. Ich bin der Bolzen, der nie sein Ziel verfehlt. Wenn ich losschnelle, hält mich nichts auf, bis ich das Auge meiner Beute durchbohrt habe. Harani kennt ihre eigene Stadt. Wenn sie euch nicht sagen will, wer das getan hat, werde ich ihr den Schwanz kürzen, bis sie es tut. Nun geht! Geht! Ihre Wurzeln sind seit vielen Jahren gewachsen. Es sind mehr als ein paar Elfen nötig, um sie auszureißen. Wer ist denn sonst noch drin und redet hier? Okay, fertig, Katzeline, halt Zerstörungsstab hilft mir gerade wenig. Sprechen wir mal kurz mit Harani. Ja, politische Missionen haben immer einen leichten Haufen Tod dabei. So. Nicht schon wieder. Bitte, dieser versteht, was der Silvenar möchte. Aber dieser hat es euch schon gesagt. Wir können ihm nicht unser Exemplar des Abkommens geben. Der Silvenar ist tot. Tot? Aber er war doch gerade erst hier. Was ist geschehen? Die grüne Dame vermutet einen Mord. Wie schrecklich. Wer würde so einer friedlichen Kreatur etwas antun? Ich hätte gehofft, dass ihr mir das sagen könntet. Meine Wachen haben nichts gesehen. Wir haben die Wachen zur Sicherheit verdoppelt. Ich kann es nicht dulden, dass der Silvenar in meiner Stadt ermordet wurde. Ich werde den Hafen schließen, wenn es sein muss. Niemand setzt Segel, bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Könnte ich helfen? Natürlich. Ich erkläre euch hiermit zum Vertreter der Wache von Mistral. Keine Tür soll euch verriegelt bleiben. Wo soll ich anfangen? Auf meinem Schreibtisch werdet ihr die neuesten Berichte der Wache von Mistral finden. Ihr dürft sie gerne auf Widersprüche durchsuchen, die zur Verhaftung des Mörders führen könnten. Okay. Der Silvenar ermordet? Diese verräterischen Khajiit haben sich mit den Maorma verbündet, um unseren edlen Gesandten zu töten. Oh, ist unten. Wie könnt ihr es wagen? Der Silvenar war unser Gast. Ihr geht zu weit, Vize Vogt. Empörend! Noch mehr Verrat des Dominions. Wow. Ich werde meine eigenen Untersuchungen durchführen. Erster Vorfall der Meeresratte hat mich nicht verdächtig verhalten. Ich werde der Sache selbst auf den Grund gehen. Ja, seid ihr fertig? Danke. Wollte mir nicht in die Augen sehen, hat mein Vetter wahrscheinlich wieder ein Heilmittel für die Pocken verkauft. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Zweiter Vorwahl. Juraira hat seltsame Geräusche aus dem Lagerhaus neben dem Laden des Rüstungsmachers gehört. Habe nachgesehen, aber kein Anzeichen gefunden, dass etwas fehlen würde. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Okay, nur 3 Vorfälle. Dieser Orma-Kapitän hat einen Bettler von der Schlangenkuss geworfen. Angeblich hat sie ihn dabei erwischt, wie er unter Deck herumgewühlt hat. Ihr Schiff, ihre Regeln. Bin der Sache nicht weiter nachgegangen. Okay, 3 Vorfälle. Die können alles oder nichts sein. Gut, können wir uns auf jeden Fall mal wieder umschauen. Da wir den Schwefelgeruch entdeckt haben, wäre Apotheker wahrscheinlich gar nicht mal so falsch, danach zu schauen.
Genau. Verstecken wir uns mal hier. Vielleicht kommt wieder jemand vorbei. Keiner hier. Perfekt. Ein Ort so gut wie jeder andere. Wenn der Buchhalter nicht dumm ist, findet er ihn. Okay, man hat etwas platziert. Ungebetene Besucher. Wir nehmen an, dass die erste Ankerkette durchtrennt wurde. Übt Druck auf Mutter Tiger aus, damit sie die ungebetenen Besucher denunziert. Wir beobachten, wie sich die ungebetenen Besucher vom Sturm erholen. Durchtrennt die zweite Ankerkette unverzüglich. Wachsame Schlange bleibt vor der Küste. Auf das Signal hin werden wir den Orkan vorbereiten. Ich glaube, da sind noch ein paar mehr Parteien hier beteiligt. So, Abkürzung. Eine harte Abkürzung. So, war da nicht hier der Apotheker? Oder hier? Ach, da drüben. Dies dauert länger, als ich angenommen hatte. Etwas Hilfe hierbei wäre nett. Detra-Blut. Oh, Schwefel. Neuer Kunde bestellt, vollständig bezahlt, Name nicht genannt. Oh, warum? Ich bin beschäftigt. Warum will man bei den Apothekern nie seinen Namen nennen? So. Heyo. Verschwindet von meinem Schiff, bevor ich euch hinunterwerfe. Ich muss in euren Laderaum. Und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmagd. Zu schade für uns beide. Und jetzt verschwindet von meinem Deck, bevor ich euch herunterbefördern muss. Ich arbeite für Harani. Ihr werdet mich unter Deck lassen. Ich glaube, dann kämpfen wir eigentlich, wenn ich das nehme. Ist nicht so toll. Und ich bezahle. Ich glaube, ich bezahle es. Weniger Stress. Ja, bezahl mal 23. Nun, da lässt sich aber jemand herumscheuchen. 3 Minuten. Wenn meine Seeleute sehen, dass ihr eure Finger nicht bei euch behalten könnt, lasse ich euch Kiel holen. Gut, gut, gut. So, wieso schaue ich immer zuerst in die falsche Richtung? Noch einer? Was heißt hier noch einer? Macht keine Schwierigkeiten. Ich mach keine Schwierigkeiten. Ich bin ganz lieb. Kiste mit Seewipern-Ausrüstung. Also Seewipern sind auch noch beteiligt, aber ich habe das Gefühl, da sind noch eine Partei beteiligt. Im ganzen Zeug. Noch einer? Na, Inhalt stehlen will ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Dann gehen wir mal zu Rasum da. So viel zu tun. Und schauen mal, was er dazu sagt. Ist auch immer irgendwo anders, kann das sein? Den Silvenar zu töten war närrisch. Die Leben der grünen Dame und des Silvenars waren verbunden. Sie hat nur wenig Zeit, ihn zu rächen, bevor sie ebenfalls sterben wird. Noch dazu ist die grüne Dame eine überaus gefährliche Kreatur. Aber da habt ihr auch wieder dieses Federn in eurem Gang. Was habt ihr erfahren? Nichts, was zum Mörder Silvenas führen würde. Hier. Die Maorma planen etwas, aber was? Einen Augenblick. Der Apotheker hat Dedra-Blut in genau diesen Mengen verkauft? Das würde die seltsame Flüssigkeit erklären, die auf dem... Oh nein. Helle Monde, nein! Was stimmt nicht? Dies ist eine Probe der üblen Wolke, die den Leichnam des Silvenas umgab. Bringt sie zur grünen Dame. Sagt ihr, dass es ihren Geliebten getötet hat.
Und was den Rest angeht, wird Harani sich anschauen, was ihr da gefunden habt. Wir müssen uns sputen, als wäre uns Kenati selbst auf den Fersen. Okay, dann gehen wir mal zur grünen Dame. Ihr wart beim Militär. Stellt das Dominion Säuglingen ein. Weil, also dass sie Rache nehmen will, das steht außer Frage. Trotzdem, all diese... Der Mörder wird den Schmerz teilen, den der Tod meines Geliebten hervorgebracht hat. Hand an der Kehle. Ein Kuss für mein Handgelenk. Hand an der Lunge. Ein Kuss für meinen Arm. Greifen, zerren, reißen. Und ein letzter Kuss für das Herz des Mörders. Nun, was habt ihr herausgefunden? Dies ist das Gift, das ihn getötet hat. Kein Gift in ganz Tamriel konnte meinen Geliebten schaden. Aber dieser Geruch lag über seiner Leiche. Warum ist er auch hier draußen? Ich kann ihn sehen, wie er mitten ins Herz dieser verfluchten Stadt führt. Ich habe keinen besonderen Geruch bemerkt. Ihr seid ihm gegenüber blind. Da kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Folgt mir, wenn ihr könnt. Okay. Ah. Zum Glück sehe ich den Geruch. Sonst wäre ich aufgeschmissen. Okay. Doch etwas andere Richtung, als ich dachte. Okay. Abkürzen! Oh, da hoch geht's. Hui. Knock, knock. Lass mich rein. Alles okay hier? Habe meine Spuren verwischt. Könnt mich nicht gefunden haben. Sagt mir, wer den Silvener ermordet hat. Ich befolgte seine Befehle. Dädrisches Gift für den Waldelf und seine Gefährtin. Ich befolgte seine Befehle. Wessen Befehle? Ulondil. Er sagte, sie könnten versuchen, den Orkan aufzuhalten. Dass sie beseitigt werden müssten. Ich habe genug gehört. Seine Befehle. Musste seinen Befehlen folgen. Schon gut. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Genau wie ich. Gut, dann treten wir mal Ulondil gegenüber und fragen ihn, was zum Teufel das sollte. Bin ich falsch gelaufen? Ich dachte, wir müssen wieder zurück. Ach, komm. Nehmen wir wenigstens noch den Holz mit. So, da haben wir Ulondil. Bin ich schön ausgelaufen. Ah, der umherziehende Gehilfe. Ich habe gerade Oberhaupt Harani von den Verbindungen ihres Kräuterkundigen mit den Hochelfen von Sommersend informiert. Sobald die Folter beginnt, werden wir herausfinden, warum das Dominion seinen eigenen Diplomaten umgebracht hat. Eure Assassine sagte, ihr hättet den Tod des Silvaners befohlen. Mein was? Meint ihr vielleicht den Apotheker? Ich versichere euch, dass er zu keiner Zeit in meiner Anstellung stand. Eure Assassine hat Dedra-Blut vom Apotheker gekauft und Silvaner ermordet. Oh, gut gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die grüne Dämlichkeit und ihr trotteliger Gatte sind tot. Nun kann uns nichts mehr aufhalten. Die grüne Dame ist nicht tot. Ihr lügt. Sie muss tot sein. Sonst wäre sie gekommen, um mich zu holen. Sie kommt, um mich zu holen, oder? Ich bin ein rechtmäßig eingesetzter Botschafter des Volkes der Maomer. Diese Botschaft ist laut unserem Abkommen unantastbarer Boden. Sind wir in der Botschaft gerade? I don't know. Der Orkan kommt. Ihr könnt ihn nicht aufhalten.
feige Meeresratte. Dafür werde ich euch den Kopf abschlagen. Ich habe seine Fährte und schon bald sein Herz. Hört auf! Alle! Dieser Wahnsinn endet jetzt. Das ist Wahnsinn. In dieser Stadt gab es schon genug Tod. Es ist offenkundig, dass sie Mauer Makenatis Rast verraten haben. Das rechtfertigt noch lange kein blindwütiges Gemetzel. Wir sind besser als unsere Feinde. Ihr müsst ihn festnehmen. Lasst nicht zu, dass die grüne Dame ihn erschlägt wie einen Hund. Wir müssen herausfinden, was die Maorme mit Kenatis Rast vorhaben. Ich werde ihm nachlaufen. Ich vertraue darauf, dass ihr tun werdet, was das Beste für mein Volk ist. Nun muss ich los und mich bei Vizevogt Peledil entschuldigen. Was immer das Dominion auch brauchen mag, wir werden es bereitstellen. Gut. Dann gehen wir jetzt doch mal in die Botschaft. Oh, schon gleich etwas menschenleer hier. Bewegung! Es sei denn, euch machen die Spritzer nichts aus. Was werdet ihr mit ihm machen? Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Keine Sorge, er wird nicht verhungern. An seinen Gliedern ist genug Fleisch, um ihn lange zu ernähren. Geht und richtet Harani aus, dass der Maorma tot ist. Überlasst mich meine Arbeit. Nein, das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache. Genau, und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage, weil im Grunde würde ich sagen, sie hat alles Recht zur Rache, aber es würde politisch ganz schön scheiße laufen. Also, ich weiß nicht, wie sehr das Auswirkungen hat, aber ich würde es als Möglichkeit herhalten, dass das Krieg auslösen würde zwischen Maorma und Kenatis Rast bzw. dem Dominion. Wobei ich die Maorma nicht auf eine gute Seite zählen würde. Weil wenn das Dominion erstmal eingreifen wird, sind die Maorma wahrscheinlich... So, bevor ich das treffe, frage ich mal hier Ulondil. Seid gnädig. Bitte. Rettet mich vor dieser Verrückten. Ihr gebt auf? Das tue ich. Bei allen Göttern. Das tue ich. Ihr werdet schon bekommen, was ihr verdient. Bewegung! Es sei denn, euch machen die Spritzer. Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Genau. So. Und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Das sind wir jetzt wieder in der gleichen Position. Also, wie gesagt, aus dem persönlichen Aspekt raus würde ich sagen, hat sie Rache verdient. Aus dem politischen Aspekt drauf, weil das ja eine ganze politische Mission ist, wäre der Mord von Ulondil schwerwiegend. Sehr schwerwiegend eigentlich. Deswegen, ich plädiere dafür, dass er lebt. Ihr wagt es, für meinen Silvener zu sprechen? Ich ziehe euch die Haut ab und peitsche euch damit zu Tode. Ich werde eure Zähne zu Staub zermalmen und euch damit ersticken, ihr... Oh, ihr habt recht. Verflucht sollen eure Knochen sein, aber ihr habt recht. Schafft ihn fort, ehe ich mich vergesse. Haltet sie von mir fern! So. Dann sprechen wir mal mit Harani. Wir haben Ulondil dank eurer schnellen Hilfe in Gewahrsam genommen. Kein Abkommen wird ihn vor wahrer Gerechtigkeit schützen. Die grüne Dame wollte Rache üben. Ich verstehe. Ich bin sicher, sie wird einen anderen Weg finden, um ihren Mann zu trauern. Ich habe Ulondil gefragt, was er mit dem Orkan meinte. Nach dem, was die grüne Dame ihm angetan hat, fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Aber was er gesagt hat, klingt gar nicht gut. Was hat er denn gesagt? Die Maorme haben Schiffe, die vor der Küste warten.
Die Leute von Ulondil haben ihnen vor der Ankunft der grünen Dame Signale geschickt. Eine Art Invasionsstreitmacht. Mit Hilfe des Dominions können wir die Stadt vielleicht befestigen. Das allein könnte viele Leben retten. Seid ihr nun offiziell den Dominion beigetreten? Ich habe vor wenigen Augenblicken einen neuen Vertrag unterzeichnet. Vizevogt Peledil hat mir versichert, dass das Dominion unsere kleine Insel beschützen wird. Das ist wahrlich ein Neuanfang für Kenartis Rast. Wir werden erblühen oder untergehen. Und zwar gemeinsam. Yay! Stufe 8. Oh, und wieder falsch gedrückt. So, beanspruchen. Ne, Pando, ich sag's mal so. Oder, ich sag's mal fies. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Ich habe nur die unmittelbare Gefahr beseitigt und gezeigt, dass Kenartis Rast auch sich ans Gesetz hält. Was danach passiert im Gefängnis? Not my problem. So. Gut, da kann ich auch gleich mit neue Rüstung anziehen. Also, die war jetzt schwer. Okay. Ja, das auf jeden Fall. So, mal schauen. Ein Epstein in Licht. Ja, okay, stimmt. Nicht falsch verstehen, weil ich jetzt gelacht habe. Ich bin es halt nur vom Sprachgebrauch so lustig, wie man den Namen von Leuten da so reinhaut. So, da habe ich jetzt eigentlich nur hier die Prophezeiung, die auf einer anderen Insel ist. Und Finn Hassaks Loch. So. Wobei ich gerade beim Fall Epstein sagen muss, da habe ich mich mal weniger so interessiert. Ach, stimmt. Unterstützung nach dem Wirbelsturmplünderung. An alle Bürger von Kenartis Rast. Bei dem Wirbelsturm vor kurzem hat die Goldflotte des Dominions erhebliche Verluste erlitten. Tut in dieser Zeit der Not bitte euer Möglichstes, die Überlebenden zu unterstützen. Aufnehmen von Soldaten. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Gäste aufnehmen kann, solltet ihr eure Türen für die Soldaten des Dominions öffnen, die eine Unterkunft benötigen. Rettung und Bergung. Wenn ihr Schiffbrüchigen begegnet, die sich ohne Hilfe bewegen können, schickt sie bitte zum Tempel der trauenden Quellen, wenn sie unter... What? Was ist mit dir? Neue Quest? Ihr, ja ihr, Kommandantin Karinid braucht euch sofort. Was meint ihr? Die Maorma greifen den Katzenaugenkai von der See aus an. Kommandantin Karinid hält die Stellung an den Docks. Sie braucht Hilfe, um die Maorma aufzuhalten, bevor sie nach Mistral vorstoßen. Seri sucht noch weitere Helfer. Beeilt euch, Lahmtatze. Ich werde Kommandanten Karinid finden. Okay, Katzenaugenkai. Mistral wird angegriffen, hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Was ich auch sehr witzig finde gerade, weil man hat ja oben oder in der Kanzlei bei den Diplomatenzeug so eine alte Werbung gesehen, wo sie da so geschwärmt haben, oh, hey, es werden Leute vorbeikommen, hier kommen Soldaten, werden ganz viel Geld da lassen, oh, ihr werdet so einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Und dann jetzt das zu lesen, ist ein bisschen... Habt Erbarmen,